Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Dresdner Essenz Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Pfleger-Adventskalender gibt es bei DM aktuell für 27,95 zu kaufen. Meine Münze rutscht ein bisschen. Und ich habe ihn mir bestellt. Ja, leider sind die Adventskalender erst ab dem 24. September bei DM in den Filialen verfügbar. Ja, und hier, wenn man sie auf YouTube vorstellt, muss man halt irgendwie super schnell sein. Das ist ein bisschen traurig, denn ich persönlich würde super gerne das lokal kaufen. Aber hey, diese Adventskalender-Unboxings dienen ja quasi euch so ein bisschen als Hilfe, um in diesem ganzen Adventskalender-Dschungel zurechtzufinden oder herauszufinden, welcher Adventskalender sich für dich persönlich gerade richtig gut lohnen könnte. Genau, so, ich würde sagen, wir gucken uns den Adventskalender mal von außen an. Das ist der Adventskalender. Ne? Er steht auf Erwin. Erwin ist mein Stuhl. Und ja, genau, hier steht einfach nur drauf, Dresdner Essenz, wünscht dir frohe Weihnachten. Es werden wahrscheinlich viele Badeprodukte enthalten sein. Ich habe keine Badewanne, aber ich packe selber Adventskalender, die ich verschenke oder weitergebe, verkaufe, wie auch immer. Und genau, ja, die haben bestimmt eine Badewanne. Und ja, man kann ihn aufklappen und dann haben wir einen Kläppchen-Adventskalender. Sieht eigentlich soweit so gut aus. Schön weihnachtlich, rot, Weihnachtskugeln. Ich will ihn auspacken. Dann beginnen wir doch einfach mal mit der Nummer 1. Als erstes haben wir ein Schaumbad enthalten und das ist die besinnliche Auszeit Schaumbad mit Bio-Orange und Macadamia-Nuss. Ja, Dresdner Essenz ist zertifizierte Naturkosmetik und hier sind 20 Milliliter drin. Und so schaut das einmal aus. Ich denke, dass das quasi für ein Vollbad reicht. Und diese Flakons sind tatsächlich aus Glas. Die Nummer 2 ist auch mit dabei. Ja, ab und an kommt ja auch mal ein Reim raus. Ne? Es tut mir leid, aber die Weihnachtszeit steht für mich auch so ein bisschen für Kitschigkeit. Auch das war ein Reim. Hier haben wir ein paradiesischer Granatapfel, pflegendes Duschgel, belebend und verwöhnend. Das ist ein veganes Produkt und hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Ja, das ist ein Duft, der kann tatsächlich sogar unisex verwendet werden. Denn Granatapfel ist jetzt auch nicht irgendetwas, wo ich sage, das ist spezifisch in die männliche Kategorie zuzuordnen oder in die weibliche Kategorie. Im Prinzip kann jeder eh verwenden, was er will. Aber das finde ich eigentlich schon mal ganz praktisch. Beide Produkte, die ich jetzt bislang gezeigt habe, sind halt auch unisex. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil manchmal möchte man ja auch so einen Adventskalender seinem Vater oder seinem Freund schenken. Die Nummer 3. Und ja, ich zeige da mit einer Schere drauf, denn ich kriege die Produkte nicht einfach so mit den Fingern raus. Die sitzen nämlich sehr, sehr fest in ihren Kläppchen. Wobei, nö, das ist jetzt einfach mal so rausgefallen. Ne? Das finde ich ganz nett von ihm. Dresdner Essenz Bademini, ein Winterwalzer mit entspannendem Winterduft. Das ist einfach eine Badetablette. Das finde ich auch schön. Riechst du so nichts raus? Ich würde jetzt gerne wissen, was dieser entspannende Winterduft bedeutet. Aber das riechst du so nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. Ja, mit pflegendem Mandelöl. Auch das ist sehr positiv. Cool. Die Nummer 4 befindet sich hier. Ja, daran muss natürlich auch gedacht werden im Winter. Das ist eine Handcreme, sinnliche Winterbeere, reichhaltige Handcreme für trockene Hände. Und auch hier sind 20 Milliliter enthalten. Ja, das ist natürlich ein bisschen näher von der Größe her an einer Full Size als jetzt die Pflegedusche. Finde ich aber cool. Weiter geht es mit der Nummer 5. Oh ja, belebende Aloe Vera, ein Feuchtigkeits-Bodygel für normale bis trockene Haut. Und hier haben wir auch wieder 20 Milliliter drin enthalten. Aloe Vera ist sehr, sehr pflegend und das ist ganz angenehm für die Haut, gerade wenn man so echt trockene Haut hat wie im Winter, ne, durch die ganze Heizungsluft und so. Das finde ich cool. Finde ich irgendwie gerade alles cool? Ja, aber das ist nett, wirklich. Bislang fand ich den Inhalt schon gut und cool, aber noch nicht so überragend, dass ich sagen würde, boah, geil. Ich bin gespannt, was Nikolaus zu bieten hat. Ja gut, ne, das ist eine Duschseife, Winterwärme mit Jasmin, Magnolie und Sandelholz. Auch das wegen Jasmin und Sandelholz hätte ich jetzt gesagt, sowohl als auch. Ne, also wirklich unisex. Da steht keine Grammzahl drauf vermerkt. Das finde ich echt merkwürdig. Schaut so aus. Boah, das riecht aber richtig angenehm, muss ich sagen. Und oh mein Gott, ist das niedlich. Da haben wir wirklich so ein kleines Seifenstück drin. Hier unten haben wir jetzt die Nummer 7.
Achtung, jetzt kommt ein Reim. Noch eine Handcreme, das ist ganz schön übertrieben. Tatsächlich leider, oder? Ich meine, es ist noch nicht lange her, dass wir die sinnliche Winterbeere als Handcreme hatten. Jetzt haben wir den paradiesischen Wintergranatapfel als regenerierende Handcreme auch wieder mit drin, 20 Milliliter. Ja, schlecht aufgeteilt, würde ich mal so sagen. Auch wenn man an und für sich eine Handcreme gut gebrauchen kann. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es wieder kracht. Ach ja, komm, das ist etwas... Hatten wir schon ein Duschgel drin? Ja, in der 2. Okay, das ist ein Hydro-Duschgel mit Bio-Aloe Vera und Lotusblüte. Sehr schön. Hier haben wir auch wieder 20 Milliliter enthalten. Und das finde ich auch klasse, wenn man da halt Produkte mit drin hat, die halt während der Duschgeschichte halt auch irgendwie pflegen. Also hydratisieren, feuchtigkeitsspendend. Ja, kann man machen, ne? Die Nummer 9 darf jetzt machen, dass wir uns wieder so richtig freuen. Und das können wir leicht und unbeschwert mit einem Schaumbad mit Bio-Aprikose und Minze machen. Okay, 20 Milliliter sind hier enthalten. Das hört sich auf jeden Fall winterlich vom Duft her an und finde ich auch passend. Ne? Das passt auf jeden Fall in einen Adventskalender. Ja, das finde ich schön. Witzig, dass ich bei Schaumbädern und Badezusätzen mehr begeistert bin oder begeisterter bin, als jetzt bei Handcreme und Produkten, die ich jetzt so an sich für mich selber auch verwenden würde. Ne? Das ist manchmal ganz schön verrückt. Die Nummer 10 begrüßt uns im zweistelligen Zahlenbereich. Schon wieder ein Duschgel. Ja gut, auch hier 20 Milliliter belebender Aloe Vera, pflegendes Duschgel, vitalisierende Frische. Ist nett. Beschwere ich mich nicht. Ist okay. Also Produkt an sich ist okay, aber es ist halt das dritte Duschgel, ne? Das ist schon viel. Schon viel, ja. Ich meine, wir hatten auch 3 Badezusätze. Okay, aber davon hatten wir halt auch eine Badetablette, die so ein bisschen anders war. Und wenn ich jetzt auch noch die Duschseife mit hinzuziehe, ist es ja schon das vierte Duschprodukt. Ja. Krass. 11 ist die erste Schnapszahl und ich hoffe, dass ich danach keinen Schnaps trinken muss. Manche Witze, die ich hier reiße, reiße ich auch in fast jedem Adventskalender-Unboxing. Es tut mir leid, ne? Manche Dinge, die sitzen halt so drin. Ich freue mich über absolut relax Badekonzentrat mit Hanf, Patchouli und westindischem Sandelholz, was ausgleichend wirken soll und 20 Milliliter enthält. Jedoch ist es schon wieder ein Badezusatz. Ja, ich glaube, Dresdner Essenz hat eigentlich ein Sortiment, was doch ein bisschen größer ist, ne? Okay. Ja, aber nach wie vor muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass der Adventskalender unisex ist. Irgendwie. Halbzeit. Die haben wir hier oben. Apropos größeres Sortiment, hier haben wir einen Lippenpflegestift. Express Lippenpflege, 24 Stunden Feuchtigkeit, Hydro. Das ist ein Lippenpflegestift von Dresdner Essenz und das finde ich gut. Das ist einfach mal was anderes als das Ganze, was wir hier sonst schon so rumstehen haben. Ja, ne? Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit und der Nummer 13. Die befindet sich hier unten. Hier haben wir mal etwas anderes drin. Es ist für die Hautpflege ein Hautöl. Granatapfel, Grapefruit, hautstraffend und zur Massage geeignet. Hier sind auch wieder 20 Milliliter drin und auch das ist wieder ein Glasflakon. Ja, das finde ich schön. Definitiv, ne? So in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit ist die besinnliche Zeit. Da kann man auch massieren, Massage machen gegenseitig und so. Finde ich schön. Hier haben wir die Nummer 14. Guck, jetzt hauen sie raus. Hier haben wir eine Gesichtsmaske drin. Können Männer und Frauen verwenden, auch wenn ein Frauengesicht abgebildet ist. Streiche zarte Pfingstrose, glättend und hautberuhigend. Für sensible und empfindliche Haut habe ich am Start. Ne? 20 Milliliter sind hier enthalten. Und das finde ich cool. Doch, ne, da einfach eine Gesichtsmaske auch reinzupacken, das gefällt mir richtig gut. Hier haben wir die Nummer 15. Nachdem wir die Pfingstrosen-Gesichtsmaske drin hatten, haben wir jetzt auch direkt die streichelzarte Pfingstrose pflegende Creme, Dusche, sanft und beruhigend mit drin. Und hier sind auch wieder 20 Milliliter enthalten. Ich glaube, hier sind überall 20 Milliliter enthalten. Das ist ja der Wahnsinn. Sehr einheitlich das Ganze, aber das finde ich ganz praktisch. So kann ich, wenn ich nachher die Preise raussuche, das Ganze auch etwas einfacher für mich gestalten. Hier haben wir die Nummer 16. Pure Sinnlichkeit Schaumbad mit Biorose und Chiasamenöl. Ja, hier haben wir auch wieder ein Schaumbad enthalten. Vorne drauf war eine Badewanne abgebildet. Deswegen können wir alle davon ausgehen, felsenfest, dass wir hier sehr viele Badeprodukte drin enthalten haben werden. Aber wie gesagt, ne, werden bei mir weitergegeben und das sind halt auch immer super Produkte, die man weiter verschenken kann. Auch wenn man irgendwie Geburtstagsgeschenke oder sowas macht, kann man das schön irgendwo dran drapieren und so. Deswegen finde ich das okay. Ja, hier unten haben wir die Nummer 17. Ach komm, nee, das ist jetzt Handcreme Overkill, Leute. Die dritte Handcreme, Hydro Handcreme mit Bio Aloe Vera, Lotusblüte für trockene Hände. Ne, auch da 20 Milliliter drin, läuft bei ihm, aber ja, es ist die dritte Handcreme. Reicht dicke. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche.
Hier haben wir auch wieder was aus der Pfingstrosenreihe. Streichelzarte Pfingstrose Sensitive Körpercreme für empfindliche und sensible Haut. 20 ml auch hier wieder enthalten. Das finde ich schön. Ich mag den Duft von Pfingstrose. Ich habe auch bei mir im Garten eine Pfingstrose stehen. Jedes Jahr kommt einfach ein bisschen mehr dazu, weil sie übers Jahr gesehen auch immer wieder komplett runtergemäht wird oder abgeschnitten wird, ne? Aber ja, die macht sich ganz gut. Und finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass man hier auch eine komplette Reihe bekommt. Ich meine, gut, die Hydro-Reihe kriegt man hier auch relativ komplett. Ja, ne? Ja. Wir gucken mal weiter. Die Nummer 19. Wo haben wir die denn? Hier unten. Es wird mal wieder Zeit für ein Badeprodukt. Ja, Ironie aus. Okay, Bademini-Winterfantasie mit verwöhnendem Winterduft. Ja, das ist halt, es steht das Gleiche drauf, ne? Wie bei der anderen auch. Winterzauber, Winterfantasie. Okay, das eine war Winterzauber und das ist jetzt Winterfantasie. Ja, also sowas würde ich dann eher in einen Adventskalender packen, den ich für eine Lady packe, zum Beispiel für meine Mama und das hier für meinen Papa. So, auf zum 20er-Bereich, den haben wir hier oben, beginnend mit der Nummer 20. Das finde ich cool, Refresh, ein Fußsprudelbad mit Biominze und Limette, vitalisierend und desodorierend, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall mit drin. Und das kann man gut gebrauchen, nachdem man zum Beispiel draußen Schneeschippen war und dann einfach die Füße irgendwie wieder in irgendwas Belebendes reinpacken möchte. Hier haben wir die Nummer 21. Das ist Rückenpower Badekonzentrat mit Magnesium, Arnika und Myrte. Regenerierend, entlastend und lockernd für Rücken, Schulter und Nackenbereich definitiv. Ne? Also das ist total charmant. Wenn man sich halt vorstellt, dass wir genauso im Winter kriegen wie letztes Jahr, ich meine gut, den hatten wir im März, glaube ich, aber wo wir halt so extrem krassen Schnee hatten, da ist nichts schöner, als wenn man draußen halt so geastet hat, sich dann abends oder direkt danach in eine schöne heiße Wanne zu legen, dann so eine geile Badegeschichte mit rein. Das ist ein Traum. Also ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die im Adventskalender drin zu haben. Hier haben wir die Nummer 22 und das ist die zweite und letzte Schnapszahl. Jetzt zum Ende hin werden aber hier die ganzen Bäder rausgehauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Glamorous Feeling, Schaumbad, Wunder, Luxus für deine Seele. Süß, definitiv. Auch hier wieder 20 ml drin und wieder so ein Glas Vieh, ne? Also finde ich cool, aber jetzt so viele, so unfassbar viele Badeprodukte auf den letzten Metern finde ich hardcore, definitiv, aber irgendwie auch geil. So, der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend. Safe, sollen wir da nochmal in die Wanne gehen, oder? Klar. Ruhe pur, Badekonzentrat, entspannend mit Lavendel, Hopfen und westindischem Sandelholz kommt mir gerade bekannt vor. Aber ich bin so ulkig, dass sie jetzt... Komm, in der 24 haben wir safe einen großen Badezusatz drin, oder was meint ihr? Wäre auf jeden Fall ziemlich funny, wenn ich das jetzt so in der ganzen Entwicklung sehen würde. Nein! Die brechen ihre eigenen Regeln. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Liebe-Duschgel mit sinnlich verwöhnendem Duft. Ist das eine Full-Size mit 75 ml? Ich wage es zu bezweifeln. Hätte ich mir jetzt gewünscht, ne, dass sie da eine Full-Size reinpackt, eine Originalgröße. Und ja, vielleicht auch ein Produkt tatsächlich, was Unisex gewesen wäre. Das haben die jetzt aber hier drin und es ist okay tatsächlich. Es ist okay. Ich finde den Adventskalender... nicht so wirklich bunt gemischt. Diese Anordnung ist echt merkwürdig, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Handcremes und alles mögliche, das hätte man irgendwie besser verteilen können. Also, wenn man jemand ist und dem Adventskalender glaubt, wo vorne eine dicke, fette Badewanne drauf ist und ein Badefan ist, so wie zum Beispiel meine Stiefmama, die super häufig baden geht, nicht so häufig, wie die Badezusätze drin sind, nur mal by the way, aber trotzdem, die wird sich da safe drüber freuen. Aber jetzt so für jedermann... würde ich den Adventskalender nicht unbedingt nehmen, zum Verschenken oder zum selber kaufen, weil es doch schon sehr, sehr auf Baden aus ist und auf Creme dir die Hände ein und so, ne? Ansonsten ist ein okayer Adventskalender, haut mich aber nicht von den Socken, da gibt es definitiv bessere auf dem Markt und vielleicht Balea oder Isana mal anschauen anstatt von ihm. Die sind etwas besser gemischt. Glaube ich. Ich habe sie noch nicht von innen gesehen, aber ich vermute es von den letzten Jahren tatsächlich. Ihr Lieben, das war jetzt hier tatsächlich mein Adventskalender-Unboxing von dem Dresdner Essenz Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare. Können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!